Folge 7. Zeit für mehr. Nach einer weiteren wilden Nacht in Canterlot, wo sich Lyra und Flash noch davor bewahren konnten, von mindestens 4 Stuten angebaggert zu werden, waren sie gerade wieder auf dem Heimweg. Der Nachtzug Richtung Ponyville war kurz vor der Endstation. Letzte Station, Ponyville. Bitte alle aussteigen. Der Zug hielt und die beiden Freundinnen stiegen aus. Hey, das war doch ein schöner Tag. Das sollten wir dringend wiederholen. Klar doch. Aber nun sollte ich wirklich ins Bett. Ich bin hundemüde. Ja, das sieht man dir an. Also dann, bis morgen. Wir sehen uns. Da die beiden in unterschiedliche Richtungen mussten, trennten sich ihre Wege für heute. Flash, die total geschafft war und sich durch dutzende Diskussionen mit Lyra schlagen musste, warum der Film noch besser als die Comics seien, fiel ohne ein weiteres Wort ins Bett. Im selben Moment war sie aber auch schon weg. Am nächsten Morgen schlief sie bis in die Mittagsstunden und öffnete ihre Galerie auch erst dementsprechend spät. Heute wollte sie das Hochzeitsbild von Cranky und Matilda fertigen. Auch wenn sie es noch nicht fertig haben musste, wollte sie es doch schon abhaken. Nach etlichen Stunden im Bad, um ihre Mähne herzurichten, setzte sie sich sofort daran und zeichnete wie wild. Als in diesem Moment ein kleines läutete. Moment, ich komme gleich. Doch von unten kam keine Reaktion. Nicht weiter darauf achtend, zeichnete sie weiter. Hä? Hey, was machen Sie da in meiner Satteltasche? Was soll das? Du hast etwas, das ich dringend brauche. Bitte? Und deswegen brauche ich diese Satteltasche. Lass meine Tasche los. Ich brauche aber den Kristall. Welchen Kristall? Den du in der Tasche hast. Was soll ich denn mit einem Kristall? Gib ihn einfach her, bevor diese Typen noch kommen. Verdammt, du bist die Stute aus Canterlot. Ich hab genau gesehen, dass sie hier reingerannt ist. Durchsucht den ganzen verdammten Laden. Alles klar, Boss. Zwei ziemlich stramm aussehende Erdponys, eines dunkelgrau mit ebenso grauer Mähne und einem Cowboyhut, der andere in braun und ein paar Goldkettchen um den Hals und blonde Mähne, betraten den Laden und sahen sich genau um. Sie wirkten ziemlich muskulös und bedrohlich. Aber nicht sonderlich helle. Hey, Arrow! Wir wissen, dass du hier bist. Komm lieber raus, bevor wir noch ungemütlich werden. Aber Boss, wir wollen es uns doch gar nicht gemütlich machen. Was sind das denn für Typen? Psst. Halt deine Klappe. Hallo? Die nehmen schließlich mein Haus auseinander und nicht deins. Was machst du da? Ist das nicht offensichtlich? Dann tut es mir leid. Was du... Hey, ich hab aus dem Raum was gehört. Dann schau doch nach, du Trottel. Verdammt! Sie ist hier drin. Miss Arrow, machen Sie es uns nicht unnötig schwer. Da bleibt mir nur eine Wahl. Wo ist das nur? Die violette Einhornstute kramte aus ihrer Tasche eine kleine, blaustrahlende Kugel raus. Sie hielt sie nach oben. Da ist sie ja! Auf ihrem Rücken befand sich die außer Gefecht gesetzte Flashpen. Mit ihrem linken Huf strich sich die Stute ihre blaue Mähne aus dem Gesicht. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Golden Arrow beinahe erwischt hättet. Dann schmiss sie die Kugel auf den Boden, mit einem Knall auf den Boden zerschellte. Der ganze Raum wurde in Licht geflutet und die beiden Stuten verschwanden. Verflucht seist du, Golden Arrow! Flash? Bist du da? Mann, wie sieht's denn hier aus? Als hätte ein Tornado gewütet. Alle Leinwände, die Couch, oh, selbst die Küche. Oh nein. Das kann nur eins bedeuten.
Sie hat mal wieder nicht aufgeräumt. Aber jedes Mal, wenn bei mir das kleinste bisschen Chaos ist, meckert sie sofort rum. Flashpen erwachte in einem kleinen Warteraum. Dort auf der Couch liegend, kam sie langsam wieder zu sich. Ihr Kopf schmerzte, ihr Körper fühlte sich schlapp an. Ihre Erinnerungen waren so klar wie sonst nie. Flashs Gesicht war vor Zorn erfüllt, als sie auf die Hufe sprang. Doch verschwand dies sofort wieder, da sie bemerkte, dass sie nicht zu Hause war. Die Tür, die in den nächsten Raum führt, war nur angelehnt. Ein Lichtstrahl drang durch ihr. Und Stimmen. Davon gehörte einer dieser Stute. Wie konnte die ganze Sache nur so schief laufen? Es war nicht meine Schuld. Diese Typen sind... Schweig. Das war eine einfache Mission und du versaust das. Wie soll ich das dem Chef erklären? Ich... Und dann bringst du auch noch eine Zivilistin mit. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Hätte ich sie da liegen lassen sollen? Du hättest sie gar nicht erst in diese Lage bringen dürfen. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Können wir nicht einfach ihr Gedächtnis löschen oder so? Du hast so viele Comics gelesen. Denkst du, was gibt's so einen Blitzdings, dass sie von diesen letzten Stunden des Tages vergessen lässt? Na klasse, jetzt hast du sie geweckt. Hallo. Wo bin ich hier? Es besteht kein Grund zur Sorge. Bitte folgen Sie mir. Der Hengst, der die Einhornstute noch vor ein paar Sekunden zur Sau machte, war nun ziemlich gefasst. Ja, geradezu neutral gegenüber alles und jedem. Auch in seinem Gesicht konnte man nichts mehr davon erkennen, was offenbar vor einigen Momenten noch da gewesen sein musste. Nachdem er den Blick von Flash abwandte, ging er einfach an der violetten Einhornstute vorbei, direkt auf die Tür zu. Die Stute sah immer wieder zu Flash. Sie sah nun nicht mehr so ernst aus wie noch einige Momente zuvor. Sie war nun eher kleinlich und wirkte zerbrechlich. Flash schaute erst zu der Stute und dann zu dem Hengst, der nun vor einer geöffneten Tür stand und wieder zu Flash blickte. Ich versichere Ihnen, Sie brauchen keine Angst zu haben. Flash war sich nicht sicher, was sie von dem Ganzen halten sollte. Doch da ihr eh keine andere Wahl blieb, ging sie zu dem Hengst, der darauf weiter voranschritt, gefolgt von der Einhornstute. Was folgte, war ein langer weißer Gang mit vielen Fenstern links und rechts. Die Scheiben waren klar und erlaubten eine Sicht dahinter. Dort arbeiteten viele Ponys mit Forschungskitteln an den unterschiedlichsten Dingen, deren Funktion man durch bloßes Ansehen nicht erkennen konnte. Einige von ihnen waren tief in ihre Arbeit versunken, andere arbeiteten gerade an einem großen Flammenwerfer. Sicher werden Sie sich wundern, wo Sie hier gerade sind. Lassen Sie mich versichern, es besteht kein Grund zur Sorge. Irgendwie wage ich das aber zu bezweifeln. Ja, das mag alles ziemlich bedrohlich wirken, doch dies dient alles nur der Sicherheit Equestrias. Dass Sie hier sind, ist, sagen wir es mal, ungeplant. Unsere Anfängerin hier... Hey! Zivilisten haben ja eigentlich keinen Zutritt. Und was soll das hier sein? Wir sind eine geheime Organisation, die für die Sicherheit Equestrias verantwortlich ist. Also ein Geheimdienst? Ach Quatsch, selbst der Geheimdienst weiß nicht, dass es uns gibt. Aber jemand aus der königlichen Wache... Nope. Generäle? Die halten uns nur auf. Aber wenigstens Celestia. Nein, Glück nicht. Und wer weiß davon? Nur unsere wahre Prinzessin, Luna. Okay, und jetzt? Nun haben wir wohl zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen und schwören niemandem etwas zu sagen, oder sie werden ein Teil unseres Teams. Ein Teil ihres Teams? Wir können immer neue Agenten gebrauchen. Agenten? Na, Sie wissen schon. Laserkugelschreiber, Enterhaken, in fremde Anwesen einbrechen, das ganze Agentenzeug geben. Moment mal. Sie wollen sie einfach so aufnehmen? Wieso? Spricht etwas dagegen? Sie ist eine Zivilistin. Und was warst du? Ich... Wir haben dich aus einem Waisenhaus geholt. Also, das geht mir gerade etwas zu schnell. Ja, kein Problem. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Schlafen Sie nochmal eine Nacht drüber. Der Ausgang ist einfach den Gang runter. Arrow, ich muss mit dir noch etwas klären.
Also komm mit in mein Büro. Natürlich. Flash stand noch einige Minuten mitten in der großen Halle. Das Pony, das vor einigen Momenten noch die Stute zur Sau gemacht hatte, war die ganze Zeit ruhig und gelassen. Sie aber dachte nicht wirklich daran, so einer Organisation beizutreten. Deshalb wandte sie sich um und ging. Als sie die Tür aufstieß, kam ihr nicht das Bild, was sie erwartet hätte. Sie stand direkt vor einer belebten Straße. Dutzende und Aberdutzende von Ponys stolzierten von links nach rechts und andersrum und nahmen sie gar nicht erst richtig wahr. Als sie auf die Straße trat und hinter sich schaute, sah sie nur ein normales Haus. Es glich den anderen, reihte sich ideal ein. Flash schloss die Tür und ging davon. Tatsächlich war sie gar nicht so weit von Ponyville entfernt, wie sie erst dachte. Sie befand sich in einem unscheinbaren Dorf zwischen Canterlot und Ponyville. Als sie dann ein paar Zugstationen gefahren war und wieder ihre gewohnte Umgebung erkannte, schlich sie, mittlerweile ziemlich erschöpft, nach Hause. Die Tür war noch immer nur angelehnt. Quietschend ging sie auf, enthüllte das Chaos, was auf der anderen Seite herrschte. Klasse. Das wird Tage dauern, um das wieder in Ordnung zu bringen. Sie schloss die Tür und fing an, das ganze Chaos wieder halbwegs auf Vorderhengst zu bringen. Es vergingen geschlagene 3 Tage, ehe die Wohnung und vor allem die Galerie wieder so auf Vorderhengst war, dass sie Gäste empfangen konnte. Als dann der 4. Tag anbrach, war sie gerade dabei, das Bild von Cranky fertig zu machen, als sie wieder die Türklingel hörte. Das vertraute Klappern der Hufe kam immer näher. Was kann ich für Sie? Oh, was willst du denn hier? Auf ausgerechnet dieses Pony konnte sie in nächster Zeit, wenn nicht sogar für immer, verzichten. Hey, ja. Ich, wollte mich für das alles entschuldigen. Für was? Dafür, dass irgendwelche Typen bei mir aufkreuzen, meine halbe Bude auseinandernehmen und meine Wertgegenstände mitnehmen? Oder dafür, dass du mich außer Gefecht gesetzt hast und zu deiner Basis verschleppt hast? Das nennt man übrigens Entführen. Hätte ich das nicht gemacht, hätten dich diese Typen womöglich mitgenommen. Ich kann schon gut auf mich selbst aufpassen. Also, was willst du hier? Also, Agent Peak. Was? Der Typ, der dich erst zur Sau gemacht hat und dann so tat, als wäre nie was gewesen? Was ist mit dem? Ja, also, der hat mich ganz schön rund gemacht, nachdem du weg warst. Und? Was hab ich damit zu tun? Er sagt, er will mich rausschmeißen, wenn du nicht in die Truppe kommst. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Wenn du mir nicht dieses Ding in die Tasche gesteckt hättest, wären wir beide nie in diesen Schlamassel gekommen. Ich hätte mein Zeug noch und du würdest nicht so scheiße dastehen. Und genau deswegen bin ich hier. Ich hab das hier aus dem Labor mitgehen lassen. Okay, lass mich das mal zusammenfassen. Erst ziehst du mich mit rein. Dann stürmen irgendwelche Typen mein Haus. Du wirst fast rausgeworfen. Und nun beklaust du die noch? Nun ja. Ja. Du legst es wohl ziemlich drauf an, was? Hör mir zu! Das hier ist ein Zeitkristall. Damit kann ich die Zeit ein paar Stunden zurückdrehen. Dann verstecke ich das Ding einfach irgendwo anders und wir werden uns niemals kennenlernen. Du weißt schon, dass Zeitreisen nicht so einfach sind, oder? Ach, das ist alles Blödsinn. Paradoxe, Selbstvernichtung, Zeitspaltung. Alles nur wissenschaftlicher Unsinn. Und du bekommst dein Zeug wieder. Du willst mich wirklich wieder mit reinziehen, oder? Warum machst du es nicht einfach und lässt mich aus dem Spiel? Weil ich es nicht alleine machen kann. Ach, und warum nicht? Wenn ich alleine versuche, etwas in der Zeit zu ändern, wird es genauso enden, wie es schon passiert ist. Na schön. Aber nur, wenn du mich danach in Ruhe lässt. Dann fang an. Ich schwöre dir, du wirst es nicht bereuen. Das entscheide ich am besten selber. Also dann wollen wir mal.